Schon beim Blick auf die Aufstellung war klar, dass der TC Rot-Weiß Straubing sich in diesem Duell gegen den TC Grün-Weiß Luitpoldpark München keine allzu großen Chancen ausrechnete. An 1 spielte zwar wie gewohnt der Österreicher Matthias Heim, dahinter verzichteten die Hausherren aber auf alle ihre sonstigen Legionäre. Ja, wir haben heute damit gerechnet, dass es schwer wird, da einen Punkt zu holen. Haben wir jetzt auch heute gesagt, wir spielen nur mit eigenen Leuten, lassen die eigene Mannschaft bei uns zum Zuge kommen. Und wir wissen auch, dass Luitpoldpark München Aufstiegsaspirant ist und definitiv in die Regionalliga hoch möchte. Statt eines Ukrainers auf der 2 und der beiden Ungarn auf 5 und 6 schlugen also hauptsächlich einheimische Spieler wie Luca Hesselmann auf. Der in Kürze 19 werdende Nachwuchscrack musste aber natürlich etwas Lehrgeld zahlen. Im 5er Einzel unterlag er Tim Rützel. Also ich habe 1-6, 4-6 verloren, bin ersten Satz irgendwie gar nicht reingekommen, also habe nicht wirklich den Rhythmus gefunden und zu einfach Fehler gemacht. Zweiten Satz war ein bisschen besser, anfangs ein Break gehabt, hätte ich das 3-0 vielleicht machen müssen, aber dann leider knapp 4-6 verloren. Ganz ähnlich erging es dem 7 Jahre älteren Daniel Kröber, der im 4er Einzel zwar einen guten Start gegen Henry Zück erwischte und 3-1 führte, dann aber kaum noch einen Stich bekam und 3-6 und 1-6 unterlag. Geknickt war aber auch er keineswegs. Wir wussten schon, dass es heute ein sehr schweres Spiel wird gegen Luitpoldpark. Also ist natürlich auch ein Aufstiegsaspirant und wir haben nicht mit Punkten heute gerechnet. Die Punkte wollen wir wann anders holen. Trotzdem haben wir gutes Wetter, gute Stimmung gehabt und ja, schauen jetzt positiv nach vorne und am Donnerstag geht es dann weiter. Da geht's dann nach Bad Wörishofen, die ebenso wie die Rot-Weißen einen Sieg und 2 Niederlagen auf dem Konto haben. Allerdings hat Straubing eben auch schon die 2 dicksten Brocken in dieser Liga hinter sich. Ja, wir haben das erste Spiel ja 5-4 gegen Starnberg gewonnen. Das war wirklich wichtig für uns. Unser Ziel ist ganz klar, in der Liga drin zu bleiben. Wir haben jetzt natürlich mit Landshut letzte Woche und heute mit München die 2 stärksten Mannschaften am Plan gehabt und jetzt kommen, sage ich mal, noch Gegner, die wir alle schlagen können und auch schlagen wollen und auch schlagen müssen. Und unser Ziel ist ganz klar, in der Klasse drin zu bleiben. Auch Leitwolf Schiesel selbst wird es dann wieder etwas einfacher haben als diesmal. Hier musste er im 2-Einzel ran und hatte damit im Österreicher Patrick Ofner einen richtig schweren und durchaus prominenten Gegner. Ja, war ein sehr schweres Spiel für mich natürlich, sehr guter Gegner mit Patrick Ofner, ATP-Spieler. Für mich eine sehr starke, schwierige Aufgabe, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, habe ihn ein bisschen ärgern können und ja, unterm Strich einfach muss man sagen, dass dann die ATP-Erfahrung dann doch überwiegt und es immer schwer ist, dann da einen Punkt zu holen bei so einer Partie. 2-6 und 3-6 lautete das Ergebnis aus Sicht von Schiesel. Insgesamt gingen übrigens alle Einzel erwartungsgemäß an die Gäste aus München. Heim verlor die Top-Partie gegen den Niederländer Mick Feldherr klar in 2 Sätzen. Ebenso erging es Tobias Seidel, der wie Schiesel einen Platz in der Aufstellung nach vorne gerutscht war und an Position 3 antreten musste. Und auch dem routinierten Martin Sieber, der gegen David Bentheim im 6-Einzel auf verlorenem Posten stand. In den abschließenden Doppeln zeigten sich die Gäste dann aber ziemlich gnädig. Straubing konnte noch 2 Punkte einheimsen und unterlag so am Ende mit 2-7. Aber wie gesagt, die Punkte will man woanders holen. Naja, ich denke, also für uns ist wichtig, wir haben uns das Ziel gesetzt, 3 Spiele zu gewinnen. Das werden wir auch so durchziehen, wir werden alles geben. Wir haben noch viele Gegner vor uns und wir werden mal probieren zu gewinnen und das Beste rauszuholen. Neben Bad Wörishofen spielt man noch gegen Blutenburg München, in Augsburg und zum Abschluss daheim gegen Piding. Da sollen dann die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geschafft werden.